Hallo, schön, dass du da bist. Wir probieren heute mal die Crow, also die Krähe, aus. Wenn du möchtest, leg dir gerne Yoga-Blöcke oder einfach Bücher bereit, vielleicht sogar ein Kissen, und dann treffen wir uns auf der Matte. Wir fangen im Fersensitz an, die Zehenspitzen auf die Matte gestellt. Wenn das gerade zu intensiv ist, kannst du deinen Fußrücken auch einfach ganz auf die Matte legen. Nimm dir einen Moment, um durchzuatmen, anzukommen. Hebe mit dem nächsten Einatmen die Arme hoch und aus, twist nach rechts. Ein Arm hoch und aus, twist nach links. Ein Arm hoch und aus, Hände zum Herzen. Löse die Füße, nimm das rechte Knie in die rechte Hand und ziehe es ein Stück nach oben, um den Fuß zu dehnen. Wieder absetzen und andere Seite. Linke Hand zum linken Knie anheben. Und entspannen. Komm in den Vierfüßlerstand und auf die Unterarme, Ellbogen unter den Schultern. Strecke mit dem nächsten Einatmen das rechte Bein nach hinten und aus, Knie vor. Noch zwei. Ein Bein rausstrecken und aus, Knie vor. Noch einmal. Strecke das Bein nach hinten. Zehenspitzen zur Matte, steige in die Unterarmplanke, halte. Setze das rechte Knie unter der Hüfte ab und andere Seite. Atme ein, linkes Bein nach hinten und aus, ziehe das Knie vor. Noch zwei. Eins. Bein ausstrecken, Unterarmplanke. Beide Knie absetzen und Kindeshaltung entspannen. Komm wieder in den Vierfüßlerstand und strecke das rechte Bein und den linken Arm nach hinten. Roll Handgelenk und Knöchel aus. Und dann setz die linke Hand auf die Matte. Beuge die Ellbogen zum Liegestütz. Drück dich hoch, ziehe das rechte Knie vor und Bein ausstrecken. Noch zweimal. Liegestütz, hoch und Knie vor. Noch einmal, stell dir die Hände hier wie Bremsen vor. Knie nach vorn, halten. Und steige zur Low Lunge. Du kannst zwischen die Hände steigen oder erst zur rechten Kante der Matte und dann mit dem Fuß zur Mitte wandern. Hebe die Arme mit dem Einatmen hoch, finde Länge. Setze die Hände mit dem nächsten Ausatmen ab und steige wieder zurück, Haltung des Kindes.
Hebe dich wieder in den Vierfüßlerstand. Strecke dein linkes Bein und den rechten Arm nach hinten und kreise Hand und Knöchel. Setz die rechte Hand ab, Liegestütz, drück dich hoch, zieh das linke Knie vor und ausstrecken. Noch zwei. Denk dran, deine Hände bremsen dich, sie schützen dich davor, nach vorne auf die Matte zu kippen. Noch einmal. Halte dein Knie vorn und steige vor, Low Lunge. Atme ein, hebe die Arme hoch, halte. Setze die Hände mit dem Ausatmen ab und steige wieder zurück, Kindeshaltung. Verschränke die Hände hinterm Rücken und heb sie Richtung Himmel. Roll dich langsam hoch zum Fersensitz, kleine Rückbeuge, der Blick angehoben. Werde gerade und leg die Hände zur rechten Hüfte. Du kannst den Kopf vorsichtig nach rechts neigen, um die Dehnung bis in den Hals zu spüren. Der Blick ist weiter nach vorn gerichtet. Komm wieder zur Mitte und andere Seite. Hände zur linken Hüfte, vielleicht neigst du auch hier den Kopf, diesmal nach links. Zurück zur Mitte, komm in den Vierfüßlerstand und hebe dich zum herabschauenden Hund an. Lockere die Beine. Hier kommt noch eine stärkende Übung. Ziehe das rechte Knie hoch zum rechten Arm. Lass es am Arm entlang nach unten rutschen. Wieder hoch und herabschauender Hund. Andere Seite. Ziehe das linke Knie vor ganz hoch zum linken Arm. Lass es nach unten rutschen. Wieder hoch und herabschauender Hund. Noch zweimal pro Seite. Rechtes Knie vor, runter, hoch und herabschauender Hund. Linkes Knie vor, runter. Hoch, herabschauender Hund. Noch einmal pro Seite. Das ist eine wunderbare Übung, um uns auf die Krähe vorzubereiten. Wunderbar. Lockere die Beine nochmal. Beuge die Knie und wandere mit den Händen zu den Füßen, Zehenbalance. Als erstes probieren wir die Baby Crow. Ich blende dir auch die Option mit Blöcken ein. Leg die Unterarme auf die Matte, Hände übereinander, die Knie ganz hoch am Arm und verlagere dich leicht nach vorn in die Arme und wieder zurück. Ein paar Mal so, der Blick ruht knapp vor den Fingern.
Schau, ob du einen Fuß leichter werden lassen kannst, den anderen. Vielleicht kannst du beide anheben. Und wenn du genug hast, komm wieder in die Zehenbalance. Und von dort zur Vorbeuge, entspanne den Nacken. Roll dich Wirbel für Wirbel hoch zum Stehen. Atme oben ein, hebe die Arme hoch und aus, Zehenbalance, diesmal für die Krähe. Ich lege mir dazu gerne einen Block bereit, auf dem ich meine Stirn ablegen kann. Ein Yoga-Bolster geht auch oder ein schön weiches Kissen, falls du doch mal nach vorne kippst. Leg dann die Hände auf die Matte, die Finger greifen die Matte, komm hoch auf die Zehenspitzen, verlagere dich ein Stück vor und versuch erstmal einen Fuß zur Zeit zu heben. Die Core-Muskulatur hilft dir dabei. Dein Blick ruht ein Stück vor dir auf der Matte, um dich zu bremsen. Komm wieder zurück zur Zehenbalance, richte dich nochmal aus, atme durch. Und dann probieren wir das nochmal. Hände auf die Matte, vielleicht so wie eben. Vielleicht kommen beide Füße ein Stückchen hoch. Oder du legst einen Block unter die Füße, um Höhe zu gewinnen und bleibst dort. Komm langsam wieder in die Zehenbalance und leg dich auf den Rücken. Umarme die Knie. Schaukle sanft hin und her. Und lass beide Knie nach rechts sinken, Spinal Twist. Die Arme ausgestreckt, der Blick sanft nach links. Wieder zur Mitte. Und Spinal Twist nach links. Zurück zur Mitte und entspanne dich zu Shavasana. Schenke dir diesen Moment der Ruhe, der Stille. Bring langsam wieder etwas Bewegung in den Körper. Wackle mit den Fingern, den Zehen. Bewege dich so, wie es sich jetzt gerade gut anfühlt. Und komm in eine bequeme Sitzposition. Atme ein, hebe die Arme hoch und aus, Hände zum Herzen, voller Dankbarkeit und Liebe für dich selbst.
vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist der Crow vielleicht ein Stückchen näher gekommen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.